Ja, die Aufzeichnung läuft. Ich begrüße herzlichst zum neuen EEB-Talk nach der Sommerpause. Diesmal wieder mit der tollen Paula Nowak. Schön. Ja, hallo, genau. Studienleiterin für Religionspädagogik und Mediendidaktik im Amt für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg und Schlesische Oberlausitz. Habe ich das so richtig? Wunderbar. Sehr gut. Ja, das Thema ist heute Netzwerken mit Twitter. Richtig. Twitter ist ja Kurznachrichtendienst, wird in vielen Zusammenhängen immer sehr, sehr gut benutzt. Aber so wie es für viele benutzt wird, so unbekannt ist es auch für viele andere. Und deswegen wollen wir jetzt heute einfach mal so ein bisschen auf die Grundlagen gucken. Was ist Twitter eigentlich? Wo liegt der Reiz da drin? Und wie kann ich das auch für die Netzwerkarbeit auch verwenden? Wie gesagt, hier auch nochmal die Einladung. Das Ganze ist jetzt kein Vortrag im klassischen Sinne, sondern eben ein Gespräch. Und wenn ihr oder Sie sich inhaltlich beteiligen wollt, sind herzlich eingeladen. Per Video, per Audio oder über den Chat einfach eine kurze Nachricht mit reinbringen. Ja, Paula, zu dir, Twitter. Vielleicht einfach mal so eine kurze Einführung. Was ist Twitter eigentlich? Für was kann man das gebrauchen? Okay, also nochmal herzlichen guten Morgen von mir aus Berlin. Bitte nicht irritiert sein, ich habe hier zwei Bildschirme, also ich mache jetzt hier nicht parallel was anderes, aber nur für die, die noch nie mit mir gezoomt haben. Also ich bin aktiv dabei und würde jetzt erstmal von euch wissen, ich sehe ja jetzt quasi nur Lutz, aber alle anderen ganz herzlich einladen, mal den Chat aufzumachen, den Zoom-Gruppen-Chat und mir mal hier reinzuschreiben, welche Netzwerke ihr nutzt. Also ich schreibe mal auch mit, die anderen beiden können ja auch mal mitmachen, damit ich mal so ein bisschen weiß, ob ihr totale Newbies seid oder ja schon totale Twitter-Experten. Drei haben schon geschrieben. Ja, das geht sehr, sehr schnell. Sie hat schon Tina hat geschrieben, der Lutz. Kann ja schon mal ein bisschen vorlesen. Die anderen haben ja noch Zeit zu antworten. Also bin jetzt doch ein bisschen überrascht, dass relativ viele, mehr als ein Social-Media-Tool nutzen. Also relativ alle. Facebook, wenn ich das überfliegen kann. Twitter wird auch überall genannt. Ab und zu nur passiv. Auch das ist ja möglich bei Twitter, anders als bei Facebook kann man ja so öffentliche Nachrichten lesen und Instagram ist auch fast überall vorhanden. Oh, hallo, Katze. Gut, dann ist es also sozusagen für alle nicht wirklich komplettes Neuland, sondern schon mal irgendwas von Twitter gehört und auch schon mal ebenfalls passiv reingeschaut. Ich mache mal meinen Bildschirm auf und versuche mal an meinem angehängten Tweet zu erklären, warum ich eigentlich angefangen habe mit Twitter. Ich gebe den Bildschirm mal gleich frei. Jetzt hoffe ich, dass ihr meinen Twitter-Account seht. Ja, ist gut sichtbar. Okay, genau. Und zwar wollte ich damit mal einsteigen, warum ich Twitter nutze. Netzwerk schlägt Hierarchie, das habe ich mir oben angehangen, weil es sozusagen meine ja sehr positive Erfahrung dann im Laufe der Zeit war. Ich habe relativ spät, würde ich jetzt mal sagen, so von meiner Generation mit sozialen Netzwerken angefangen, also erst vor 2 Jahren. Ich glaube, das ist total ungewöhnlich. Umso heftiger wurde dann sozusagen der Verlauf und auch das exzessive Nutzen am Anfang und habe dann sehr Feuer gefangen mit Twitter, weil ich gemerkt habe, dass man da tatsächlich Kontakte knüpfen kann, länderübergreifend, ja auch beruflich übergreifend. Ist völlig egal, ist, welche Ausbildung man hat, was jetzt sozusagen auf einer Konferenz, wenn ich mich jetzt kohlenstofflich treffe, ja manchmal doch noch ein bisschen schwieriger ist, auch Leute anzusprechen. Und ich gemerkt habe, auch gerade für introvertierte Menschen,
ist das ein ja, sehr perfektes Portal, um eben zu netzwerken. Und ja, vielleicht nochmal allgemein zu Networking. Das ist ja so ein, zu meiner Erfahrung, ein bisschen eine belächelte Eigenschaft, eine berufliche Eigenschaft. Es hat so ein bisschen den Touch von alte Herren treffen sich im Kaminzimmer und schmieden irgendwelche beruflichen Pläne oder es sei etwas Seichtes, was mit Smalltalk zu tun hat. Bei mir ist es beruflicherweise mittlerweile so, dass es ein ganz großer Teil meiner Arbeit ist und auch ein sehr harter Teil der Arbeit. Also es hat überhaupt nichts mit Smalltalk zu tun, sondern wenn man das beruflich nutzt und professionell gestaltet, ist das tatsächlich etwas, was sehr, sehr zeitintensiv ist und auch nicht einfach so neben der Hand geht. Ich kann damit eigentlich momentan darauf gar nicht mehr verzichten. Twitter und auch Instagram sind eigentlich momentan so ein bisschen meine digitalen Visitenkarten geworden. Und ich nutze es sozusagen aus ganz verschiedenen Gründen. Vier stelle ich mal vor, auf die ich dann auch später nochmal eingehen werde. Also es ist zum einen, dass mir aufgefallen ist, dass kohlenstoffliche Begegnungen tatsächlich auch gefördert werden. Also es sind bei weitem nicht nur digitale Kontakte, sondern man trifft sich tatsächlich auch im realen Leben. Ich werde nachher ein Beispiel geben. Dann lasse ich mich sehr gern inspirieren. Ich informiere mich tatsächlich fast nur noch ausschließlich über Social Media. Und ich nehme mir relativ viele Materialtipps aus diesen Netzwerken. Und Twitter ist natürlich auch so von der Geschichte, hallo Timo, von der Geschichte her aus dem Journalismus entstanden und basiert ja darauf, dass man ja sehr schnell Nachrichten schickt und sehr schnell Nachrichten auch bekommt und es natürlich auch ein bisschen kurzlebiger ist. Aber auf diese Potenziale gehe ich gleich nochmal ein. Für die, die jetzt sozusagen noch nicht die absoluten Twitter-Experten sind, war jetzt der Auftrag von Tobias vielleicht nochmal so die grundlegenden Funktionen zu zeigen, was ich hiermit gleich machen möchte. Wir bleiben mal in meinem Account. Also das, was vielleicht für diejenigen der große Unterschied ist, die bisher nur Facebook nutzen. Es ist natürlich völlig öffentlich. Also das heißt, alles, was ihr hier postet, kann jeder lesen, anders als bei Facebook eben nicht nur eure Freunde. Grundlegende Funktionen sind auch das Nutzen von Hashtags. Ich würde jetzt einfach mal einen Tweet mit euch zusammen erstellen. Und ihr könnt auch sofort in den Chat reinschreiben, wenn irgendwas zu schnell geht oder was nicht verständlich ist. Und Tobias sagt mir dann Bescheid, dann kann ich darauf reagieren. Hast du schon so ein Hashtag, Tobias, vom EEB-Talk? Oder? Ja, EEB-Talk. Okay. Ich glaube, dein Mikrofon ist ein bisschen verrutscht. Du bist zumindest bei mir etwas leiser geworden. Ah, okay. Jetzt besser? Ja, wunderbar. Vielen Dank. Schau mal an den Hashtag. Muss da noch irgendwas rein oder ist der so richtig? Fantastisch. Okay. So. Also dann kann man Folgendes machen. Man kann beispielsweise Bilder einfügen. Wenn wir jetzt alle mit der Kamera zu sehen wären, könnte man einen Screenshot machen und dann von uns allen ein Foto anhängen. Das ist so eine grundlegende Möglichkeit. Oder GIFs einfügen, Umfragen und so weiter. Also Hashtags, ganz klar, nutzt man sozusagen, um ja, wiedergefunden zu werden, um sozusagen ganz schnell eine Veranstaltung zu finden oder eine berufliche Nische, in der ihr euch befindet. Ich nehme jetzt mal Medienpädagogik und digitale Kirche. Noch ein kleiner Hinweis an alle, die zuhören, zu sehen, wenn irgendwie Begriffe fallen, mit denen ihr erstmal nichts anfangen könnt, meldet euch einfach. Ja, schreibt das unbedingt mal kurz in den Chat. Wir im Medienbereich, das ist ja immer so, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen, viele Begriffe, die sind einfach im Sprachgebrauch mit drin. Wenn was Unverständliches dabei ist, einfach kurz melden. Genau, und ich mache das jetzt sehr, sehr, sehr
niedrigschwellig, weil ich davon ausgehe, dass eben hier noch keine Experten oder Twitter-Experten dabei sind, sondern Leute, die tatsächlich anfangen. Also dann ganz grundlegend Profil aufbauen, das seht ihr hier bei mir. Also ihr müsst euch sozusagen anders als bei Facebook nicht euren tatsächlichen Namen hergeben. Ihr könnt auch irgendwas anderes hinschreiben und ihr könnt euren Profilnamen auch so oft ändern, wie ihr wollt, rein theoretisch. Auch das ist, glaube ich, so ein grundlegender Unterschied zu Facebook. Dann hat es natürlich so ein bisschen was davon, dass man sehr kurze Tweets verfasst, wie so ein Telegramm ursprünglich. Das ist vielleicht noch so ein bisschen das, was aus der medialen Welt ähnlich scheint. 280 Zeichen könnt ihr benutzen. Das ist wirklich nicht sehr viel. Und ihr habt sozusagen keine Freunde, sondern die sogenannten Follower. Das seht ihr hier oben unter meinem Profil. Das sind also die Leute, die euch folgen und die in eurer Timeline, das zeige ich euch jetzt, indem ich auf Startseite gehe, in eurer Timeline dann anschließend erscheinen. Das sind also die Leute, denen ihr folgt und ja, die Nachrichten, die neuen Veranstaltungen, das, was gepostet ist, könnt ihr euch dann anschauen. Vielleicht so gleich mal als kleiner Tipp, weil das schnell überfordern kann, wenn man mehr als 100 Leuten folgt, sich auch Listen anzulegen. Das seht ihr hier. Man kann seine Listen öffentlich zeigen, dann ist dieses Schloss natürlich entriegelt. Ich habe sie nicht öffentlich und ihr seht, ich habe verschiedene Kategorien, die ich am Anfang genutzt habe. Mittlerweile nutze ich die Listen nicht mehr. Aber gerade wenn man dann doch vielleicht leicht überfordert ist und die Timeline der gar nicht mehr folgen kann, dann macht es, glaube ich, am Anfang noch Sinn. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Leute, die das auch schon lange machen, auch tatsächlich noch nutzen. Für mich hat es jetzt irgendwann nicht mehr so den Sinn gemacht. Aber das sortiert sozusagen eure Interessen so ein wenig und filtert einfach die Auswahl der Nachrichten, die ihr bekommt. Weil natürlich ist das eine absolute Schwemme an Informationen, die man bei Twitter bekommen kann. Okay, ich möchte einmal kurz zusammenfassen. Also Twitter, ein im Prinzip soziales Netzwerk. Alles, was ich schreibe, ist öffentlich. Ich habe eine begrenzte Zeichenanzahl im Gegensatz zu Facebook ja auch zur Verfügung. Ich glaube, es sind 240 Zeichen aktuell. Ich kann Leute suchen auf Twitter anhand ihres Twitter-Namens. Ich kann ihnen folgen. Sie können mir folgen. Und um so ein bisschen Ordnung in diese ganze Informationsvielfalt zu bekommen, kann ich entweder Hashtags folgen, diesen Kategorisierung, oder eben Listen anlegen. Stimmt das soweit erstmal? Oder habe ich was vergessen? Nee, stimmt total. Ich erkläre auch einige Sachen gleich nochmal genauer. Es war jetzt so auf den ersten Blick sozusagen mal so die grundlegenden Funktionen. Dann würde ich jetzt mal auf die Potenziale einkommen und Sie versuchen immer mit einem Beispiel zu erklären. Und zwar ist Twitter ja ein Tool, also Instagram findet da genauso passend, fördert Begegnung. Fördert Begegnung heißt, es gibt verschiedene Bildungschats, vielleicht auch schon mal bekannt. Also ich komme ja sozusagen aus dem schulischen Bereich, da gibt es den Edu-Chat. Es gibt aber auch für Bibliotheken, ich glaube, der heißt Bibo-Chat, und für Religionspädagogen. Ich nehme mal so ein bisschen an, dass ihr doch in irgendeiner Art und Weise für eine Landeskirche arbeitet. Gibt es den Reli-Chat, und da der sehr naheliegend ist, würde ich da mal sozusagen das demonstrieren. Könnt ihr die Seite Reli-Camp alle sehen? Ja, ist gut sichtbar. Sehr gut. Okay. Also das Reli-Camp basiert auf dem Reli-Chat, der sich wöchentlich sozusagen bei Twitter verabredet. Da seid ihr herzlich eingeladen. Das ist auch für alle Menschlein offen, die überhaupt nichts mit Religionspädagogik am Hut haben, aber sich irgendeine Art und Weise dafür interessieren. Und da gibt es sozusagen immer wöchentlich eine Einladung, immer ein neues Thema, beispielsweise Methoden im Religionsunterricht, die TODC-Frage, also theologische Themen, ganz unterrichtspraktische Themen oder auch Themen, die generell für die gesamte Kirche relevant sind. Und wir haben irgendwie gemerkt, gerade weil wir so ein eingeschworenes Team waren, haben uns immer schon gefreut, uns sozusagen Mittwochabend für eine Stunde zu treffen von 20 bis 21 Uhr und haben uns auch so viel geholfen. Also wenn jemand irgendeine Frage hatte, vielleicht auch eine Veranstaltung hatte oder
mit irgendeinem Problem nicht weiterkam, dass wir wirklich so eine gute Gemeinschaft geworden sind, muss man tatsächlich sagen, dass wir irgendwann die verrückte Idee hatten, wir treffen uns alle in Saarbrücken zum ersten Rallye-Camp. Das war dieses Jahr im, ich glaube, Mai. Und da würde ich euch mal ganz kurz das Video zeigen. Ich hoffe, es klappt, weil mehr Worte muss man dazu gar nicht verlieren, dass ihr einen kleinen Eindruck habt. Genau, das ganz kurz zum Rallye-Chat und der bedeutet mir sehr viel, beziehungsweise der Umstand, dass man tatsächlich, ja, dass das eine große Bereicherung für meine Arbeit geworden ist, weil mir in meinem Institut wirklich komplett so der Austausch über mein Fach fehlt und der eigentlich komplett digital stattfindet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin die einzige Kollegin hier im AKD, die in dem Bereich Medienpädagogik arbeitet. Von der ECPO, Stefanie Hoffmann, ist gerade nach Hannover gegangen, also das ist tatsächlich essentiell für meine Arbeit und da ziehe ich sehr von. Wenn ihr dazu keine Fragen habt, würde ich mal weitermachen. Und zwar, das zweite große Potenzial ist für mich Information. Also klar, lese ich noch ganz viele Bücher auch sehr gerne. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade ganz aktuelle auch Forschungsergebnisse, es gibt auf Twitter einen großen Teil von Professoren, Universitäten, die sich einschalten, natürlich auch ganz viel Ebene darunter, die mitdiskutieren. Also gerade was medienpädagogisch gerade gehypt wird, wird auch gleichzeitig reflektiert auf Twitter, so nehme ich das wahr. Das heißt, man hat da einen guten Diskurs, den ich nutze. Und manchmal ist es auch ganz schön für mich, wenn ich irgendeine Veranstaltung nicht schaffe, beispielsweise Kirchentag dieses Jahr war irgendwie nicht drin, und hatte aber das Gefühl, dadurch, dass ich auf Insta und Twitter den Leuten gefolgt bin, dass ich irgendwie mit dabei war und habe irgendwie auch Dinge mitbekommen, die vielleicht Leute nicht mitbekommen haben, die dabei waren. Also ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich es nutze. Und ihr könnt natürlich alle Potenziale, die ich jetzt so einseitig erkläre, auch doppelseitig nutzen. Das heißt, es kann auch ein Teil eurer Öffentlichkeitsarbeit werden, dass ihr von einer Veranstaltung, sei sie noch so klein, das nutzt, es öffentlich zu machen. Also ich kann nur ermutigen, selbst eine kleine Gemeinde, die ein Konfa-Meeting hat oder eine Fahrt zum Kirchentag hat, macht das öffentlich. Teilt sozusagen einfach auch das, was ihr in der Gemeinde macht, was ihr in der Kirche macht, weil es ist bei weitem noch nicht so, dass Kirche so breit gestreut ist im digitalen Raum. Und das, da würde ich jede Gemeinde, jeden in der Kirche Stehenden immer ermutigen, das ruhig zu machen und nicht zu denken, das interessiert keinen. Das merkt man dann schon, ob es jemand interessiert. Dann der dritte Punkt ist Hilfe, Unterstützung. Da würde ich wieder mal kurz in meinen Twitter-Account reingehen, um euch auch das zu zeigen, was das konkret heißt. Zack. Also ich habe demnächst eine Fortbildung, die Religionslehrer, eine ECPO bekommen, sozusagen ein Pilotprojekt-Tablet.
Und wir wollen natürlich nicht nur die Technik in die Schulen reinschmeißen und die Lehrer allein lassen, sondern wir wollen sie auch daran schulen, sodass ich mal interessiert war, obwohl ich natürlich da schon relativ firm bin, aber mal wissen wollte, was für Lern-Apps, weil das war so die konkrete Frage, die ganz viele Religionslehrer hatten, für den Religionsunterricht empfohlen werden können. Und ihr könnt es jetzt hier sehen. Also Follower Power ist so der Hashtag, den man nutzen kann, ob man nun für Kirche arbeitet oder für, keine Ahnung, für ein Museum. Unter diesem Hashtag erreicht ihr relativ viele Menschen, die euch möglicherweise helfen können. Und ihr seht, also ich habe hier unfassbar viel Antworten bekommen zu Bibel-Apps. Es hat sich Österreich eingestellt, Vera Pirka kommt aus Wien, glaube ich, von der Universität. Berliner Religionslehrer, Friederike Wenisch ist jetzt in Süddeutschland Lehrerin, also eine unfassbar gute Unterstützung mit App-Listen. Ich bin auf eine Seite gestoßen, die digitale Relitanten, die ich zum Beispiel vorher noch nicht kannte. Das nur als Beispiel, dass euch wirklich geholfen wird, dass sich echt Leute einschalten und ihr dann aussortieren könnt, was könnt ihr gebrauchen und was nicht. Das ist so die Unterstützung, die so jetzt vielleicht ohne weiteres analog vielleicht gar nicht so schnell funktioniert. Was ich auch noch zeigen wollte, sind ja so Humor, Aktion, Kunst habe ich es mal genannt auf Twitter, weil das habe ich jetzt auf allen anderen Social-Media-Kanälen so nicht dezidiert entdeckt. Timo und Lutz werden es vielleicht noch kennen. Das war im Dezember letzten Jahres Clickbait Theology, wo man sozusagen mal versucht hat, das, was auf einschlägigen Informationskanälen funktioniert, für Theologie zu nutzen. Ich glaube, ihr kennt Clickbait, ja? Also ein kurzer Satz, eine kurze Aussage, die dazu verleitet, dass man sozusagen auf diese Seite klickt und das doch mal für theologische, trockene Themen benutzen. Das seht ihr hier. Das war zum Beispiel auch etwas, was, ich weiß nicht, ob sie viral ging, aber es haben auf jeden Fall viele in meiner Bubble mitgemacht. Das wäre ein Beispiel dafür, dass man sozusagen, ja auch, finde ich, ein bisschen künstlerisch humorvoll damit arbeiten kann. Hier zum Beispiel direkt nach der Entbindung in die Krippe gegeben, hat es ihm geschadet. So, ein weiteres Beispiel. Das ist schon ein bisschen länger her. Dazu ist nämlich tatsächlich sogar schon ein Printbuch entstanden. Mal sehen, ob er es schon so findet. Jetzt finde ich keinen Rechtschreibfehler. Kunstgeschichte als Brotbelag, mein letztes Beispiel dafür, dass hier auch Kreativität geschehen kann. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt, fand ich total witzig. Bekannte Kunstwerke zu nehmen und sie dann nachzustellen, also Edvard Munch zum Beispiel, Paul Klee, und dann ja, mit dem, was auf dem Frühstückstisch ist, sozusagen nachstellen. Das ging tatsächlich viral, also unfassbar. Ich glaube, das fing noch nicht mal jemand aus Deutschland an, sondern aus einem anderen Land. Und dazu wurde tatsächlich sogar schon ein Buch rausgegeben, weil es so erfolgreich war. Also nur als Beispiel, dass ja, Digitales und Analoges sich sehr wohl vereinen kann. Genau, das war sozusagen der vierte Punkt am Potenzial. Das letzte sind natürlich auch Diskussionen. Das heißt, wenn man, ja, Twitter ist ja ein Nachrichtenmedium, journalistisches Medium, wenn einen politisches oder gesellschaftliches Ereignis sehr beschäftigt, man auch Diskussionen anfangen kann oder sich einschalten kann, den Austausch braucht. Klar, das kann man nicht verschweigen, kann sich da jeder einschalten. Das heißt, man bekommt vielleicht auch Kommentare oder Meinungen, die einem jetzt nicht so passen. Trotzdem habe ich gemerkt, dass dieser Diskurs ja ansonsten eigentlich nicht so wirklich stattfindet. Also ich sitze jetzt nicht jede Woche in irgendwelchen Gremien drin und unterhalte mich über zeitgemäße Themen. Und das ist dann manchmal schon auch eine Möglichkeit, vielleicht mal wenigstens so ein bisschen eine diverse Haltung zu einem Thema mitzubekommen. Das wäre sozusagen so das letzte Potenzial, was ich vor allem bei Twitter für mich entdeckt habe. Genau, dann würde ich jetzt mal ganz kurz einen Break machen. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Und nochmal kurz Raum geben dazu, Fragen zu stellen oder auch gerne andere Einschätzungen von euch.
Genau. Vielleicht können wir jetzt einfach auch mal schauen von denjenigen, die anwesend sind. Gibt es Fragen und Ergänzungen oder gibt es vielleicht eigene, ich sag mal, Best Practice-Einsatzmöglichkeiten von Twitter in eurem Einsatzgebiet? Ja, meldet euch mal. Wie nutzt ihr Twitter? Gucken wir mal, dann müssen wir es mal. Viel Viel zu zu wenig, sagte wenig, jemand. schreibt die Tina, genau. Ja, also ich mache mal einen Anfang relativ ähnlich. Ich habe gesehen, dass meine Timeline auch deiner ziemlich gleich. Wir sind, glaube ich, in der ziemlich selben Bubble. Was ich noch ergänzen würde, ist zum Beispiel die Twomplate oder die Twowdies, nämlich Morgengebet und Abendgebet, was auch über Twitter laufen kann und was für viele auch ein wichtiger Kristallisationspunkt geworden ist, wo man sich regelmäßig treffen kann und wirklich auch mal zusammen beten kann und auch Sorgen teilen kann. Genau, es gibt ja auch diverse Twitter-Accounts, ich sag mal, wo auch mal inhaltliche oder so kurze Impulse einfach mal gesetzt werden, Losungen oder auch, ich sag mal, spirituelle Sätze mit auf den Tag gegeben werden. Gibt es auch einige. Ansonsten, Stefan Karlhuber schreibt noch: Abonnieren von beruflich interessanten Personen und Kanälen, genau. Ist einfach nochmal auf einer anderen Ebene zu netzwerken und mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Ja, aber es ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, den ich gerne ergänzen würde, weil so dezidiert habe ich das gar nicht gesagt. Auch seine Filterbubble, weil sie gerade von Lutz kam, zu durchbrechen, mache ich sehr gern und auch sehr intensiv. Das heißt, klar, das ist immer auch so phasenabhängig, je nachdem, was man schreibt, sortiert der Algorithmus ja auch Kanäle rein. Aber ich bin total dankbar, dass ich beispielsweise doch sehr viel Kontakt zur, wenn ich jetzt mal freien Wirtschaft habe, zu auch ja, internationalen Unternehmen oder Personen, die international arbeiten, zu Bibliotheken, zu Museen, weil es tatsächlich extrem wichtig ist, da seinen Horizont zu erweitern und jetzt nicht nur mit ja, innerhalb der Kirche irgendwie sich zu vernetzen, sondern immer auch tatsächlich zu schauen, wie es ja auch geschrieben wurde, was bringt mich in meinem Beruf vielleicht weiter? Derjenige muss ja vielleicht jetzt nicht unbedingt auch Religionspädagoge sein, sondern hat vielleicht tatsächlich wirklich Ahnung von künstlicher Intelligenz. Der kommt natürlich dann meist nicht aus der Kirche beispielsweise, aber es sind ja Fragen, die uns in der Kirche betreffen. So, das meinte ich damit. So. Ja, Timo. Ich finde auch bei Twitter das Spannende, dass man diese Filterblasendimension halt selber ein bisschen gestalten kann, eben gerade durch die aktive Arbeit mit den Hashtags. Ich verwende dafür auch gerne TweetDeck. Ist eine Funktion von Twitter, wo man halt so eine Liste machen kann, wo bestimmte Hashtags einfach immer da sind und ich will halt wissen, was bei Digitale Kirche los ist. Aber ich will halt vielleicht nicht nur irgendwie in dem Sumpf bleiben, sondern gucke dann irgendwie bei Digitale Ethik oder irgendwie Rallye-Chat irgendwie auch rein, wenn ich merke, ah, für das, was ich irgendwie kommuniziere oder das, was ich auch mitbekomme, ist irgendwie zu wenig Pädagogik dabei, es sind irgendwie zu wenig Katholikinnen dabei. Dann kann ich halt auch aktiv sagen, ah, ich will diese Hashtags bespielen oder ich will bei diesen Hashtags irgendwie mehr lesen, was da so mit los ist. Und weil ich den für das Barcamp Medienpädagogik Hashtag eh noch offen hatte, habe ich hier heute Morgen auch gesehen, dass schon wieder ein Web-Talk ist. Und so kann man sich immer so seinen eigenen Fokus auch wechselnd einrichten. Bist du, Ja, ist sag das das so mal. klar, wie man zu TweetDeck kommt für die anderen? Soll man dazu nochmal was sagen? Ja, vielleicht TweetDeck ja allgemein, Genau. was das ist. Ich meine, das ist ja jetzt keine Grundvoraussetzung, um Twitter zu nutzen, zu wissen, was TweetDeck ist. Vielleicht einfach zwei Sätze dazu, Timo. Also zu TweetDeck kommt man einfach, indem man tweetdeck.twitter.com eingibt und da hat man diese Spaltenansicht. Ihr könnt meinen Bildschirm hoffentlich sehen und da kann man halt oben eingeben, hier, das ist irgendwie ein Hashtag und immer wenn da was Neues mit diesem Hashtag kommt, dann erscheint das da. Und das tickert dann auch so ein bisschen durch für die Leute, die halt sehr viel haben, ist es halt eine gute Möglichkeit, auch live irgendwie Entwicklungen mitzuverfolgen auf drei Hashtags, die jetzt gerade tagespolitisch irgendwie super oben auf.
sind oder aber halt auch dauerhaft irgendwie zu sagen, ich will das haben, ich will vielleicht auch nach Worten suchen. Ich begleite irgendwie unseren Laden hier auch mit, was die so twittern oder über sie getwittert wird. Deshalb habe ich so verschiedene Varianten, wie man irgendwie Evangelische Akademie Berlin schreiben oder nicht schreiben kann, um auch zu merken, wenn sie erwähnt wurden, was sie selber vielleicht nicht erwähnt haben, weil das nicht mit dem richtigen Dings erfolgt ist. Das ist so mein Hauptnutzungsding von TweetDeck, dass ich Hashtags oder auch einzelne Suchworte habe und irgendwie auch nochmal meine Erwähnung irgendwie da so aufploppen. Ich weiß nicht, ob ihr TweetDeck vielleicht noch anders benutzt. Genau, also gibt es über den Browser, gibt es aber auch als Software, also zumindest für macOS, für Windows, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ist auch eine Software, die man sich auch runterladen kann. Genau. Ja, ich hätte noch eine Ergänzung, Paula. Du sagtest gerade so mit den Listen, du arbeitest da gar nicht so viel mit. Ich eigentlich viel mehr, weil ich gemerkt habe, dass meine Timeline, also ich folge ja relativ vielen, 800 Leuten oder sowas, 900 Leuten, denen ich folge auf Twitter. Trotzdem ist das so ein ziemlicher, ja, Brei, der ja, ihr nennt es Filterbubble, der inhaltlich geprägt ist. Also ich habe überwiegend, ich sag mal, Medienpädagogen, Pfarrer und auch Lehrer bei mir in der Timeline mit drin. Und da sehe ich einfach das, sag mal, das Problem der Meinungsvielfalt oder dass die Pluralität da einfach auch verloren geht. Ähnlich, was du, Timo, auch schon gesagt hast, wenn ich mich nur auf meine Timeline konzentriere, dann verliere ich einfach die Vielfalt und die ganzen Möglichkeiten aus dem Blick. Und wenn ich jetzt aber, ich sag mal, Listen zu verschiedenen Themen anlege, kann ich mich, wenn ich ein bestimmtes Thema haben will, ganz gezielt darüber informieren und kann mich ansonsten über Hashtags durchlesen. Also meine Timeline ist, glaube ich, das, was ich selber am wenigsten nutze bei Twitter. Gut, gehen wir nochmal zurück. Was, wie gesagt, in der Gruppe, wenn dort Fragen und Anmerkungen sind. Interessant zu Twitter fand ich auch. Ich hatte, Lutz spielt gerade mit den Hintergrundbildern. genau, Twitter, du hast ja schon gesagt, alles ist öffentlich, alles ist einsehbar. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Menschen auch unterschätzen. Ich hatte die letzten Tage eine sehr interessante Veranstaltung mit dem Datenschutzbeauftragten der Stiftung Warentest und der erzählte von einem Versicherungsunternehmen, das eben ja Twitter-Nachrichten, die öffentlichen, eben gescannt hat nach, also per Algorithmus, nach Leuten, die eben die Geburt ihres Kindes auch irgendwie angekündigt und gefeiert haben, haben dort Querverweise zu Facebook gezogen, die Namen herausgefunden, Adressen herausgefunden und gezielte Glückwünsche und auch Angebote für Ausbildungsversicherungen unterbreitet. Und die hatten eine Abschlussrate von 80% durch diese Marketingmaßnahme. Und er meinte, also normal sind so 1-2%. Also das ist einfach, finde ich, ein sehr, sehr öffentlicher Platz. Und dem muss man sich einfach auch bewusst sein. Den Chancen, wie natürlich auch der Tatsache, dass jeder auch alles lesen kann, auch die Leute, die einem selber nicht folgen. Richtig. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen Teil der Medienkompetenz, dass man, genau. Wir haben es in der Schule, ich jedenfalls leider nicht gelernt. Ich hoffe mal, dass meine Tochter das vielleicht doch ein bisschen mehr auch kann, so die auf diese Art der Kommunikation vielleicht auch zu lernen. Aber klar, alles hat Licht- und Schattenseiten. Also du kannst natürlich nicht davon ausgehen, dass du weltweit Kontakte knüpfen kannst und Hierarchien durchbrechen kannst, ohne nicht auch ein bisschen was von dir preiszugeben. Und wahrscheinlich haben wir vier, die das vielleicht ein bisschen intensiver schon nutzen, auch völlig unterschiedliche Haltungen dazu, das ist auch in Ordnung. Ich beispielsweise finde eigentlich, dass man das nicht, dass man keinen Institutsaccount erstellen kann. Also ein bisschen Privates, finde ich, sollte man, ist eine ganz persönliche Meinung, preisgeben. Ich würde mich tatsächlich persönlich auch freuen, wenn vielleicht ein paar Politiker auch mal ein bisschen was aus ihrem Familienleben, das muss man ja nicht mit Bildern machen, aber wenn man mal zeigt, auch das spielt eine Rolle in meinem Leben. Ich bin nicht irgendwie nur so eine Maschine, die zur Arbeit läuft, sondern es gibt eigentlich Dinge, die zentral mein Lebenselixier sind und das vielleicht auch mal öffentlich zu machen. Und deswegen habe ich mich irgendwann auch entschlossen, nicht nur zu erzählen, was ich hier für tolle Sachen im Akademie mache und was mich theologisch beschäftigt, sondern was mich als Mensch ausmacht. Das ist ein Risiko, aber das hat sich bis jetzt bewährt und ich kann das für mich sehr gut vertreten. Okay.
Vielleicht generell mal so die Frage, Lutz hat sich schon gemeldet, aber auch so die Fragestellung, wie handhabt ihr das? Ich sag mal, Twitter, wenn ihr das im dienstlichen Kontext nutzt, eher gemischt, wie die Paula gesagt hat, oder sagt ihr eher ganz stringent, ja, Twitter, da kommt nichts Privates rein, wenn es dienstlich genutzt wird, also eine ganz strikte Trennung. Wie handhabt ihr das? Und dann du jetzt erstmal, Lutz, mit deiner Wortmeldung. Also erstmal möchte ich sagen, dass meine Erfahrung ist, dass Twitter für den Austausch unter Profis, sage ich mal, für mich sehr wichtig ist. Als Gemeindepfarrer sehe ich meine Gemeinde da eigentlich gar nicht. Die Leute hier vor Ort sind eher nicht bei Twitter, die sind auf anderen Kanälen, Facebook, Instagram. Und was die letzte Frage angeht, habe ich vor einem halben, dreiviertel Jahr mal festgestellt, als ich zu viel Privates auf Twitter gemacht habe und zu viel was abführte von dem, was man sonst von mir liest, dass meine Followerzahlen leicht runtergingen. Und ich also auf Twitter sicherlich, Paula, wie du sagst, ab und an mal was Privates oder was ab vom Normalen, was ich sonst poste und verfolge, dass ich da auch mal was mache, aber nicht zu viel. Das ist meine persönliche Erfahrung. Auf Instagram zum Beispiel mache ich das mehr. Da scheint das, oder da ist das wohl eher so üblich und wird auch eher akzeptiert. Genauso auf Facebook. Auf Facebook kommt noch mehr. Es sind halt unterschiedliche Follower auf den verschiedenen Kanälen. Und ich glaube, das muss man auch ein bisschen im Auge haben. Wer folgt einem wo und dann auch das eben, was ich wo poste, ein bisschen drauf einstellen. Ist aber auch die spannendste Frage eigentlich bei Social Media, also über was wir gerade hier sprechen. Und wichtig ist halt, dass es echt reflektiert ist. Also mag vielleicht nicht so wirken, aber bei mir ist jeder Post durchstrukturiert. Also es hat einen bestimmten Grund und ganz, ganz selten ist das so aus dem, also höchstens noch bei Twitter, als es anfangs viel aus dem Bauch heraus war, aber man sollte sich natürlich bewusst sein, was, ich spreche jetzt mal von dem Begriff Rolle, welche Rolle man spielen möchte oder was man von sich preisgibt, und man hat das ja tatsächlich in der Hand sozusagen, was man preisgibt. Und habe auch Kollegen hier im Institut beraten, die sich damit sehr schwer getan haben, es vielleicht eher sein zu lassen. Weil wenn man sich dazu zwingen muss, öffentlich zu sein, macht es ja auch gar keinen Sinn. Ne? Also irgendwie ein bisschen Freude, finde ich, muss dabei sein. Das muss irgendwie ein bisschen Spaß machen. Nee, nicht nur ein bisschen, sondern vielleicht auch viel. Und das merkt man dann, glaube ich, auch gerade am Anfang. Und wenn man es beruflich nutzen will, wir können ja gleich nochmal vielleicht ein paar Tipps streuen, geht es ja letztendlich schon darum, eine Reichweite zu haben. Also ich mache das jetzt nicht, wenn ich irgendwie bei 10 Leuten bleibe, sondern ich will ja gucken, dass ich meine Landeskirche nicht präsentiere, aber dass also Kirche irgendwie im digitalen Raum präsent wird, dass vielleicht auch mal jemand zu einer Fortbildung kommt, der sonst nicht über so einen Flyer eingeladen wird. Also mir ist Reichweite wichtig, auf jeden Fall. Und wenn man am Anfang steht, ist es vielleicht ganz gut, wirklich möglichst wöchentlich was zu schreiben. Und wenn man auf noch so einer kleinen Veranstaltung ist, was davon zu berichten. Und wenn man auf einer größeren Veranstaltung ist, auf einer Messe oder auf einem Filmfestival, das zu nutzen und da einfach Informationen zu streuen, dann bekommt man, glaube ich, also schneller Follower, schneller auch eine Reichweite, wenn einem das wichtig ist. Wenn man es nur privat macht, aber so habe ich das jetzt nicht verstanden, das ist ja vielleicht nochmal anders. Okay, danke schön. Timo, du hattest dich gerade auch nochmal gemeldet. Ja, auch zu der Frage, wie man den Kanal oder seine Kanäle nutzt. Also wir haben auch einen Projekt-Account für das Projekt Netzteufel, den wir halt zu zweit nutzen und bespielen und der sehr eng geschnitten ist, was man darüber spielt, was irgendwie einen sehr starken thematischen Bezug mit Digitalisierung, Hate Speech, Kirche etc. hat. Der hat relativ viele, also mehr Follower als mein privater, und das ist irgendwie auch, weil die Leute wissen, da kommt jetzt nicht so viel super Nippes irgendwie rüber, während irgendwie bei meinem privaten Account, das ist jetzt auch nicht irgendwie super intimes Zeug, aber das ist echt so random Stuff, wo ich mir nicht die Gedanken mache, ob das jetzt eine Zumutung für meine potenziellen Followerinnen ist, dass ich irgendwas schreibe, was irgendwie ein bisschen abstrakt nerdy ist und sie vielleicht auch nicht interessiert, weil der ist mir auch egal, wenn es sie nicht interessiert, weil sie dann irgendwie keine Überschneidung haben. Aber der Projekt-Account soll halt auch für die Akademie irgendwie weiter bestehen, für Nachfolgeprojekte, dass man den dann umwidmet und das irgendwie auch nicht nur gebunden ist an meine Person,
Person und es ist immer die Frage, wie gestaltet man den dann auch und wie viel retweetet man eigentlich, weil ich merke das auch, wenn irgendwie ein Account mich total überflutet, dann nehme ich den wieder raus. Oder ich habe auch die Möglichkeit, wenn es viele Retweets sind, halt bei einem Account, den ich folge, zu sagen, nee, hier von dir will ich keine Retweets. Das kann man in den Einstellungen machen. Und da gibt es halt keine Patentlösung, was du sagst, irgendwie Hauptsache, man hat darüber mal nachgedacht und einen reflektierten Umgang damit. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Gut, gut. Gibt es an diesem Punkt noch Ergänzungen, Rückfragen, Thema Einsatz von Twitter? Ihr seid natürlich alle immer eingeladen, wollen uns ja auch ein bisschen austauschen, vielleicht in den Chat mal die Twitter-Accounts reinzuschreiben, dass wir uns das ja auch mal angucken wollen. Und ja, vielleicht, Paul, hast du ja noch so ein paar tolle Beispiele, Accounts oder Hashtags, wo du denkst, da lohnt es sich zu folgen, da lohnt es sich mit am Ball zu bleiben. Soll ich die rein, also ich kann die sagen, kann sie reinschreiben. Einen habe ich ja schon genannt. Spontan die ich häufig nutze. Also auf jeden Fall in meinem Bereich digitale Kirche, weil es die sind, die eben auch mal antworten. Digitale Bildung, weil das sozusagen ja übergreifend ist. Ich bin ja jetzt nicht nur für Kirche irgendwie zuständig. Digitale Kirche, digitale Bildung, Medienpädagogik nehme ich noch. Fällt euch noch was ein? Ja, der EEB-Talk selbstverständlich, das lohnt sich total. Das sind bestimmt auch schon 10 Tweets. Also dann scheinen wir die gleichen Hashtags zu haben, über den nichts anderes sagt. Dann sind es ja vielleicht die Nonplusultra-Hashtags. Richtig, richtig. Also lohnend ist natürlich auch der Hashtag MPPB19. Das ist das Medienpädagogik-Praxiscamp, was in diesem Jahr in Leipzig stattfindet. Eine Ansammlung von Medienpädagogen an einem Barcamp, die sich unter dem Hashtag eben auch austauscht und auch an den Informationen auch teilhaben lässt. Genau. Ja, Barcamp-Kirche, stimmt. Barcamp-Kirche. Ja. Richtig. Ist das nicht dieses Wochenende sogar? Oder nächstes? Nächstes, glaube ich. Nächstes, jawohl, in Essen. Ja. Mhm. Ich glaube, es gibt noch Plätze. Gut, gut. Okay, dann würde ich einfach mal einladen. Schreibt einfach ein paar interessante Hashtags und Accounts, ich sag mal, in den Chat rein. Werde ich nachher mit unter die Aufzeichnung auch mit draufschreiben oder mit reinschreiben. Wenn es ansonsten keine Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen mehr gibt, dir, Paula, erstmal herzlichen Dank für diesen kurzen, knackigen Einblick in Twitter und die Netzwerkmöglichkeiten, die sich damit verbinden. Herzlichen Dank, dass du heute wieder da warst. Auch an anderen herzlichen Dank fürs Mitmachen und fürs Zuschauen. Und ja, an dieser Stelle beende ich dann auch die Aufzeichnung. Ich wünsche noch einen schönen Freitag, schönes Wochenende und macht's gut. Tschüss. Tschüss.